Herzlich willkommen zum Spitzengespräch. Gut, dass Sie dabei sind. Über den russischen Krieg und die deutsche Reaktion darauf darf ich heute diskutieren mit meinen Gästen. Zum einen Anton Hofreiter, lange Zeit Fraktionschef der Grünen im Deutschen Bundestag und heute Vorsitzender im Europaausschuss des Parlaments, der noch vor kurzem unmissverständlich klar machte, das Problem liegt im Kanzleramt. Schönen guten Tag, Herr Hofreiter. Und mit Michael Müller, lange Zeit regierender Bürgermeister hier in Berlin, unter anderem heute im Bundestag, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herzlich willkommen, Herr Müller. Hallo. Herr Müller, Sie haben vor kurzem die Ukraine-Reise kommentiert, die unser Gast Anton Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann von der FDP und Ihr Parteikollege Michael Roth unternommen haben. Sie warfen den Dreien vor, die Reise habe nicht geholfen. Sie seien, ich zitiere, durch die Bilder und die Gespräche vor Ort voller Emotionen zurückgekommen und hätten dann zu schnell harte Forderungen an die Bundesregierung gestellt. Herr Hofreiter, das ist jetzt Ihre Chance, Herr Müller, mal Ihre Emotionen darzulegen. Ich glaube, es geht da nicht um Emotionen. Für uns war die Sache einfach ganz klar. Wir sind von unseren Kolleginnen und Kollegen von der Ukraine eingeladen worden. Also ich zum Beispiel von der Europaausschussvorsitzenden. Wir sind auch dezidiert nach Lemberg eingeladen worden. Und dann haben wir gesagt, selbstverständlich kommen wir. Das ist einfach ein Gebot der Höflichkeit, der Solidarität, in meinen Augen auch des Anstands, wenn einen Kollegen, die so im Bedrängnis sind, einladen, dass man dann kommt und mit ihnen diskutiert. Und für mich das Spannende war, ist, wie genau Bescheid die wissen über die deutsche Debatte und wie sehr die sich ärgern, insbesondere, wenn sie so den Eindruck haben, dass wir so, ja, in so einer Art paternalistischen Art über sie reden, was für sie gut ist, dass wir besser wissen, was für sie gut ist. Und das stößt ihnen mit am sauersten auf. Herr Müller, was hat Sie denn konkret gestört? Das war jetzt kein allzu freundlicher Kommentar Ihrerseits. Also erstmal sind Emotionen gar nichts Schlechtes. Und wenn man da hinfährt und diese beeindruckenden und bedrückenden Bilder ja sieht dann vor Ort und Erlebnisse hat, dann ist es auch klar, dass es einen bewegt. Der Punkt ist ja nur, dass nicht irgendwer gefahren ist. Es sind drei führende Köpfe der Koalition gefahren, drei Ausschussvorsitzende. Und natürlich sind wir ja dann auch davon ausgegangen, dass vor Ort auch erklärt wird, wie die Bundesregierung und warum sie so handelt und auch die Position des Kanzlers vermittelt wird. Und es ist das Gegenteil eingetreten. Die drei haben gesagt, der Kanzler ist das Problem und Deutschland muss viel mehr machen. Und das spiegelt nicht wider, welche Meinungsvielfalt wir zu diesem Thema haben, auch in der Koalition. Wer hätte denn stattdessen fahren sollen? Der Kanzler hätte auch fahren können, wenn Sie darauf anspielen. Sicherlich ist jetzt ein Punkt, wo es nicht geht, nach der Ausladung Frank-Walter Steinmeier gegenüber. Aber insgesamt ist es auch nachvollziehbar, sich vor Ort ein Bild zu machen. Da können mehrere fahren, findet ja auch statt. Nur es muss hier deutlich werden in der Debatte, dass wir gemeinsam in der Koalition die Linie der Bundesregierung auch tragen. Nehmen Sie die Kritik von Herrn Müller an, Herr Hofreiter. Ich weiß gar nicht, wo die Kritik exakt liegt. Nämlich, es gab ein heftiges Sie Ringen. Sie hätten vor Ort die Regierungsposition erklären müssen und nicht das Gegenteil tun sollen. Das hat wir haben sogar die Regierungsposition vor Ort erklärt. Wir haben bloß auch erklärt, dass wir diese Position in erheblichen Teilen nicht teilen, weil wir die Analyse von unseren osteuropäischen, mittelosteuropäischen Freunden und von den Freunden vor Ort teilen. Wir waren davor auch in Polen und wir sehen es halt so, und ich persönlich sehe es auch so, dass wir die Ukraine möglichst stark unterstützen müssen, aus einer ganzen Reihe von Gründen, aus humanitären Gründen, um sie in den Stand zu versetzen, sich gegen diesen kolonialen, imperialistischen Angriffskrieg zu wehren, und auch des Weiteren, weil halt nicht nur wir, sondern auch in Polen, im Baltikum, überall sieht man es so, dass die Ukraine die Freiheit und Demokratie für uns alle verteidigt. Und wenn die Ukraine dazu nicht mehr in der Lage ist, die Gefahr groß ist, dass Russland das nächste Land angreift. Am meisten Sorgen macht man sich da in der Republik Moldau. Aber auch im Baltikum und in Polen sind die Sorgen riesig. Warum haben Sie gerade die Augen verdreht, Herr Müller? Ja, weil natürlich ganz vieles von dem, was Herr Hofreiter sagt, kann ich teilen. Aber auf der anderen Seite mache ich mir genauso, mindestens genauso viel Sorgen vor einer Rüstungsspirale. Und das muss man ja mal sehen, was in 8 Wochen passiert ist. Vor 8 Wochen war vieles undenkbar von dem, was heute stattfindet. Wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet. Wir machen 100 Milliarden Investitionen in die Bundeswehr, in Ausrüstung und Militär. Mit den Bündnispartnern zusammen werden diverse Waffensysteme geliefert, bis hin zu schweren Waffen.
was auch immer das ist, da gibt es gar keinen richtigen definierten Begriff dafür, aber es werden immer mehr und immer leistungsfähigere Waffen geliefert. Und wo endet das? Ich sage auch, die Ukraine zu unterstützen, sich wehren zu können gegen Russland, ist völlig richtig. Aber wir müssen im Blick behalten, was da für eine Rüstungs- und Waffenspirale in Gang gekommen ist. Und ich mache mir Sorgen nach Panzern, die jetzt geliefert werden. Dann ist die nächste Forderung, Flugzeuge sollen geliefert werden. Dann kommt die Flugverbotszone. Und das im Blick zu behalten, ist mir sehr wichtig, was der Kanzler betont, aufzupassen, dass wir nicht über kurz oder lang durch diese Spirale Kriegspartei werden. Und auch Präsident Macron sagt das. Es ist also offensichtlich nicht nur eine Position im Kanzleramt. Es finde ich aber so eine gewisse Ablenkungsdebatte, nämlich es sind sich meiner Beobachtung nach in Deutschland alle demokratischen Parteien, und ich kenne keinen einzigen Abgeordneten, der anderer Meinung ist, völlig darin einig, dass wir nicht Kriegspartei werden dürfen. Es sind sich auch alle darin einig, dass wir den Wunsch der Ukraine, eine Flugverbotszone einzurichten, auf gar keinen Fall erfüllen können. Und das verstehen auch die Abgeordneten in der Ukraine. Aber deren Punkt ist nicht eine Rüstungsspirale, sondern deren Punkt ist, dass sie überfallen werden von Russland, dass die Menschen ermordet werden, dass schwerste Kriegsverbrechen begangen werden. Und die bitten uns, nach den schweren Fehlern, die wir in Deutschland gemacht haben im Umgang mit Russland, wir haben Russland ermöglicht, so aufzurüsten, indem wir Milliarden und Abermilliarden an Finanzmitteln über die Energie zur Verfügung stellen. Und wir haben uns, und da haben wir auch Fehler gemacht, habe ich auch Fehler gemacht. Ich war auch als Fraktionsvorsitzender nicht laut genug, als 2015 die Verträge zu Nord Stream 2 unterschrieben worden. Wir haben dagegen protestiert, aber nicht laut genug. Und es war ein Jahr nachdem. Wir haben uns lustig gemacht über die Sorgen der Osteuropäer. Wir haben gesagt, die haben ein Russentrauma und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern an die Debatten. Das Schlimme ist, die hatten exakt recht mit ihren Warnungen. Die hatten einen viel realistischeren Blick. Und deshalb ist mein Plädoyer, dass wir, nachdem wir die ganzen letzten 15 Jahre Unrecht hatten, diesmal genau zuhören, was sie sagen. Und sie sagen uns, wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, wird Putin das nächste Land angreifen. Und wir sehen bereits erste Maßnahmen in der Republik Moldau. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Ukraine in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, um genau nicht in den Krieg hineingezogen zu werden. Diese Debatte so fokussiert auf Deutschland zu führen, was schlecht gelaufen ist, was daraus für uns folgt. Wir sind doch sowohl in der Energiepolitik wie eben auch insbesondere in der Verteidigungspolitik in einer Partnerschaft und in einem Bündnis. Wir haben Fehler gemacht, Sie haben völlig recht, viele andere auch. Und gemeinsam denken wir um, wie kommen wir aus der Abhängigkeit raus. Wie ist es jetzt beim Thema militärische Unterstützung? Wir unterstützen. Sie kennen die Listen, lange Listen mit Waffenlieferungen aus Deutschland und unsere Partner auch. Aber unsere Partner sagen auch wie wir, es gibt Grenzen. Man kann nicht jeden Wunsch der Ukraine aus unterschiedlichen Gründen erfüllen. Und das kommt mir in der Debatte oft zu kurz, dass das auch betont wird, dass das, was wir tun, eingebettet ist in eine gemeinsame Strategie. Sie haben ja auch nach dem Besuch von Herrn Hofreiter und den Kollegen und den Forderungen nach schweren Waffen gesagt, jene, die das fordern, sollten auch sagen, dass sie billigend in Kauf nehmen, dass dieser Konflikt weiter eskaliert. Nehmen Sie das billigend in Kauf, Herr Hofreiter? Nein, meine Analyse, und die Analyse teile ich. Ich hatte erst am Montag ein Gespräch mit hochrangigen demokratischen Senatoren. Die Analyse unserer osteuropäischen Partnerinnen und Partner, die Analyse des Premierministers von Polen ist eben genau umgekehrt. Wenn wir jetzt nicht genug tun, haben sie Sorge, dass Russland weitere Länder angreift. Das ist genau deren Sorge. Und wie gesagt, die Frage, dass wir nicht direkt Kriegspartei werden, das ist völlig unstrittig. Das dürfen wir auf gar keinen Fall werden. Da sind wir auch völlig einig mit dem Kanzler. Ich bin auch völlig einig mit dem Kanzler, dass wir keine Alleingänge machen sollen. Bloß bei mir als Europaausschussvorsitzender ist die ganzen Wochen angekommen und deswegen sah ich mich gezwungen, mich öffentlich zu äußern. Warum macht ihr diesen Alleingang? Das ist ja genau umgekehrt, wie es bei mir angekommen ist. Herr Hofreiter, ist es nach wie vor der Fall, dass das Problem im Kanzleramt liegt?
Es hat sich ja jetzt sehr, sehr vieles verändert. Jetzt kann man immer darüber streiten, sozusagen, was die Ursache dafür war, ob es der zumindest von mir wahrgenommen, massive Druck aus den anderen europäischen Ländern war. Das kann man ja nicht leugnen, was da überall geäußert worden ist. Das wird ja auch nicht besser dadurch, wenn man es leugnet. Oder war es Ihre Kritik? Oder war es die öffentliche Debatte? Ich will mir da überhaupt nicht anmaßen, irgendwas dazu zu beurteilen, wie viel ich dazu beigetragen habe. Das mögen andere beurteilen. Aber es hat sich ja jetzt sehr, sehr vieles verändert. Und das ist einfach eine gute Sache. Auch der Antrag ist eine gute Sache. Auch wenn ich den allein geschrieben hätte, hätte man sicher anders, etwas anders geschrieben. Ein Antrag, aber auch, der am Donnerstag im Bundestag eingebracht wird, wo es mehr Hilfe für die Ukraine geben soll. Aber wenn die SPD ihn alleine geschrieben hätte, hätte er auch anders ausgeschaut. Und deshalb, das ist völlig logisch. So, und deshalb, da bewegt sich was in die richtige Richtung. Und das merkt man ja auch in den Reaktionen unserer Verbündeten, die sagen, das mit den Gepard-Panzern ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und die haben auch die Hoffnung, dass noch ein bisschen mehr geht. Wir haben dieses Zitat, auf das Herr Müller angespielt hat, vom Bundeskanzler mal vorbereitet. Er hat den Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel gesagt, ich halte es nicht für gerechtfertigt, dass Deutschland und die NATO Kriegsparteien in der Ukraine werden. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Teilen Sie diese Angst des Bundeskanzlers, Herr Hofreiter? Erstens habe ich schon gesagt, das ist so eine Nulldebatte, weil es niemand im Parlament gibt, der will, dass wir direkt Kriegspartei werden. Warum erwähnt der Bundeskanzler konkret den Atomkrieg? Ich kenne niemanden. Nein, Sie haben recht, Herr Hofreiter, aber also, es ist deswegen keine Nulldebatte. Die Debatte nein, ich ist meine, doch es ist eine Nulldebatte, ob es sozusagen in Deutschland jemand will. Richtig. Also es will niemand. Und ob deshalb, man Angst vor einem Atomkrieg haben muss. Das ist sozusagen die andere Debatte. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, sozusagen, dass im Kreml lauter Selbstmordattentäter sitzen. Und deshalb, das muss man selbstverständlich wägen. Deswegen sind wir uns ja auch einig, dass wir nicht direkt Kriegspartei werden. Aber wie sagt Frau Strack-Zimmermann immer so klug, der Krieg findet nicht nur mit Waffen und auf dem Boden statt, sondern eben auch mit Propaganda und mit Angst einjagen. Und der Kreml ist sehr, sehr gut darin, unsere Debatten zu reflektieren und das mit Propaganda dann zu verstärken. Also man sollte auf gar keinen Fall die Angstpropaganda des Kremls übernehmen. Nämlich, wie gesagt, das sind auch keine Selbstmordattentäter. Und wie gesagt, dass wir das wägen müssen, das ist ja vollkommen klar. Und ich habe da auch schon mal das eine oder andere Wort benutzt. Und deswegen würde ich das auch nicht zu hart sozusagen jeweils spielen. Tun Sie das, Herr Müller und der Bundeskanzler, die Angstpropaganda des Kreml übernehmen? Nein, also da drehen Sie mir jetzt bitte das Wort im Mund um, sondern ich sage nicht, dass der Bundeskanzler gesagt Angstpropaganda macht, sondern wir sollten halt immer bedenken, im Kreml sitzen auch keine Selbstmordattentäter. Naja, aber es ist schon eine ernsthafte Sorge, zumindest für mich kann ich das sagen. Es ist eine ernsthafte Sorge, weil, Herr Hofreiter, wir können ja nicht an der Stelle mal ausprobieren, was würde passieren, wenn, sondern wir müssen uns ja ernsthaft damit auseinandersetzen, dass wir alles tun müssen, um diese Gefahr auf allen Wegen zu verhindern, dass es in diese Richtung eskaliert. Und da sage ich eben mal, man muss sich mal überlegen, was in 8 Wochen passiert ist und dass wir diese Debatte führen. Vor 8 Wochen hätten wir noch gesagt, über einen Atomkrieg müssen wir überhaupt nicht reden. Ist doch absurd. Und auf einmal spielen wir Szenarien durch. Wann und wie könnte so etwas passieren und wie verhindern wir das? Und ich finde, damit rückt es schon so nah ran, dass es eine ernsthafte Diskussion und ernsthafte Option offensichtlich ist für einen hier. Und das ist es, was mich mit, so umtreibt. Und deswegen sage ich auch, und das wissen auch wir beide auf jeden Fall, ob 20 deutsche Panzer geliefert werden oder nicht, es ist für die Ukraine eine wichtige Hilfe, sich verteidigen zu können. Aber es wird möglicherweise das Kriegsgeschehen nicht komplett verändern. Und man muss sich deshalb immer genau fragen, was tut man, wie weit geht man, damit die Ukraine weitestgehend unterstützt wird, aber eben andere Eskalationen möglichst ausgeschlossen sind. Und wie gesagt, die Analyse nahezu aller unserer Bündnispartner ist halt, dass die Gefahr, dass es eskaliert, deutlich größer ist, wenn die Ukraine so sehr in die Defensive kommt, dass Russland das Interesse entwickelt, weitere Länder zu überfallen.
Wie gesagt, in der Republik Moldau sind wir schon relativ nah dran. Die Menschen im Baltikum sagen einem sehr besonnene, sehr vernünftige Leute, dass sie Angst haben, wenn die Ukraine zu sehr in die Defensive kommt, sind sie die Nächsten, aber die überfallen werden. Und die Polen haben diese Sorge auch sehr, sehr ernsthaft. Und deshalb ist doch nachvollziehbar. Genau. Und deshalb ist. Aber warum liefern trotzdem USA, Frankreich, Italien, Großbritannien auch nicht alles, was geht? Warum sagen die auch, es gibt Dinge, die machen wir nicht? Es geht ja gar nicht darum, dass wir alles liefern. Es war einfach bis vor kurzem so, dass wir weniger geliefert haben als zum Beispiel mancher baltischer Staat. Und wir sind ein Land mit über 80 Millionen Einwohnern und einer anderen Wirtschaftskraft. Und die baltischen Staaten haben zwischen 1 und 3, irgendwas Millionen Einwohner. Sind Sie denn jetzt zufrieden, Herr Hofreiter? Wie gesagt, es ist vieles, geht in die richtige Richtung. Ich glaube, was man auch bedenken muss, und da werden wir ja auch ganz stark gedrängt, ist, dass wir bei den Sanktionen mehr machen. Wissen Sie, das Problem ist ja losgegangen damit, dass wir eins der zögerlichsten Länder waren bei SWIFT. Das Problem ging dann weiter, dass wir sehr zögerlich waren bei überhaupt Waffenlieferung. Richtig, das Problem, das ist der Rückblick. Was wäre denn jetzt Ihre zusätzliche Forderung, Herr Hofreiter? Jetzt ist das Problem, dass wir als Bundesrepublik, obwohl Robert Habeck da wirklich einen hervorragenden Job gemacht hat und gesagt hat, ein Ölembargo ist möglich, wir wieder mit als die zögerlichsten wahrgenommen werden, was das Ölembargo ist. Das ist das, was so uns so unter Druck setzt. Ich würde mir ja sehr wünschen, dass ich als Europaausschussvorsitzender bei allen meinen Kollegen in Europa sagen kann, wir tun alles, um den Krieg einzudämmen. Und schaut mal, das mit dem Ölembargo, das kriegen wir gemeinsam hin. Und das große, solidarische Deutschland hilft euch dabei, dass wir hilft euch dabei, dass nicht ihr in große Schwierigkeiten kommt. Ölembargo sofort, meinen Sie, Herr Hofreiter. Wie stehen Sie dazu, Herr Müller? Ich glaube nicht, dass das wirklich geht. Und ich glaube auch gar nicht, dass Herr Habeck es so gemeint hat, dass es sofort von heute auf morgen umzusetzen ist. Aber auch da mit dem Kohle- und Ölausstieg praktisch aus dieser Versorgung, perspektivisch Gas deutlich zu beschleunigen oder so, auch da passiert was. Man muss das gesamte Paket sehen, die Finanzen, die humanitäre Hilfe, die Sanktionen. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass diese Koalition an vielen Stellen um den richtigen Weg ringt und so viel neu verabredet und umsetzt. Das ist das Gute. Was mich immer wieder ein bisschen skeptisch macht, ist Ihre Formulierung, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das bedeutet, beim Militär vor allen Dingen, und das bedeutet, dass Sie da immer noch viel mehr erwarten. Richtig. Und das ist für mich der sensible Punkt. Das kann man anders sehen. Ich will da gar nicht sagen, dass es ein richtig und falsch oder gut oder schlecht gibt. Aber es muss gesehen werden, in welchem Risiko wir uns bewegen. Und diese Formulierung und ein Beschluss nach dem anderen kann eben doch etwas in Gang setzen, was zum Schluss schwer zu stoppen ist. Davor hat Herr Müller Sorge und wir wollen jetzt auch mal konkret darüber reden, was denn mit Blick auf die Waffenlieferung noch zusätzlich gemacht werden müsste oder nicht getan werden sollte. Es wurde jetzt angekündigt, dass die mit Verlaub zum Teil verrosteten Gepard-Panzer geliefert werden sollen, eventuell 50 Stück. Die sind erstmal unmittelbar nicht einsetzbar, sind auch reine Abwehrpanzer. Herr Hofreiter, ist das für Sie schon ein mutiger Schritt oder sagen Sie nein? Die Ukraine braucht auch Angriffspanzer oder aber Panzerhaubitzen zum Beispiel, Artillerie? Also Panzerhaubitzen werden ja schon geliefert. Zusätzlich konkrete Forderungen nach der Panzerhaubitze 2000. Also ich glaube, wir liefern Munition. Ja, genau, wir liefern die Munition, wir machen sogar die Ausbildung. Mhm. Also da passiert ja auch schon einiges. Der ukrainische Botschafter, der neulich hier auch zu Gast war, hat mal ein bisschen überschlagen, was die Bundeswehr denn noch so alles hat. 400 Marderschützenpanzer geht davon aus, dass 100 dafür zur Verfügung stünden. Fuchs-Transportpanzer und eben auch der Wunsch nach Panzerhaubitzen 2000. Wo gehen Sie mit, Herr Müller? Also, wenn das alles so wäre, was von der Wunschliste des Botschafters, dann müssten wir nicht jetzt 100 Milliarden ausgeben für die Ertüchtigung der Bundeswehr. Wir hätten ja dann alles. Ist ja alles wunderbar. Es gibt ja einen Grund, warum auch diese Koalition sagt, nach den Versäumnissen der letzten 16 Jahre müssen wir investieren, weil die Bundeswehr entweder Dinge gar nicht hat oder es in einem Zustand ist,
dass es gar nicht einsatzbereit ist. Also insofern Vorsicht mit der Liste, das ist eine Wunschliste des Botschafters, aber es sind viele viel, viel kritischer, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben. Wenn nun in einem Antrag im Deutschen Bundestag die Ampelkoalition tatsächlich der Ukraine schwerere Waffen in Aussicht stellt, worüber reden wir denn dann konkret, Herr Hofreiter? Ich glaube, konkret sozusagen geht es halt jetzt um die nächsten Fragen. Was wird umgesetzt? Nämlich Rheinmetall und andere Hersteller haben halt weitere Anträge gestellt, um Material zu liefern. Und da stellt sich halt die Frage, wird das genehmigt oder wird das nicht genehmigt? Und für mich stellt sich halt die Frage, und so war auch mein Zitat vorher zu verstehen, ich glaube, die Militärs in der Ukraine, um das nochmal zu betonen, ohne dass wir direkt Kriegspartei werden dürfen, haben schon eine Vorstellung davon, was sie brauchen können. Und wenn die Militärs in der Ukraine uns sagen, sie können perspektivisch mit den alten Marder-Panzern, die beim Rheinmetall rumstehen, was anfangen, dann wäre ich, bin auch kein exakter Militärexperte, dass ich denen sage, ja, aber wir wissen es besser, ihr könnt mit denen nichts anfangen. Das ist genau das Paternalistische, was Ganz Sie beklagen. Genau. Ist das, was Sie von Herrn Müller hören, paternalistisch klingt? Das, was ich heute von Herrn Müller höre, nicht. Aber die Debatte gab es ja intensiv in Deutschland und das haben die sehr genau registriert und fragen sich halt, woher wollt ihr denn das wissen? Haltet ihr uns, die wir seit 7 Wochen diesen Abwehrkampf leisten, wirklich für so doof, dass wir unsere Soldaten in Zeugs reinsetzen, womit sie nicht umgehen können? Mir ist da einfach sehr wichtig, dass wir in der jetzigen Situation oder vielleicht auch bei dem, was noch kommt an Entscheidungsnotwendigkeit, dass wir das immer eingebettet machen in Abstimmung mit den europäischen Partnern und den USA. Und das hat ja dazu geführt, dass die Ukraine in den letzten 7 Wochen diesen Abwehrkampf führen konnte, durch die Unterstützung. Es war ja nicht alles aus eigener Kraft. Mit großem Mut wird da gekämpft, aber eben auch mit viel militärischer Unterstützung. Das zeigt ja, dass da was passiert ist. Und es hat dazu geführt, aber es hat eben auch dazu geführt, dass es einen ständigen, besonderen Abwägungsprozess gegeben hat. Was ist in der Situation das Richtige? Und so muss es auch weiter sein. An Sie beide die Frage, wer von Ihnen glaubt denn, dass dieser Krieg durch einen militärischen Sieg der Ukraine beendet wird? Ich glaube, dass wenn es keine solche Form von Sieg der Ukraine gibt, dass das System Putin erkennt, dass die seit 15 Jahren gehegten imperialen Pläne nicht funktionieren, ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den nächsten Angriff starten. Und Herr Müller hat sofort den Kopf geschüttelt. Sie glauben nein. Nein, ich glaube, diese Formulierung, der Sieg der Ukraine muss unterstützt werden, das ist sehr schwierig in Anbetracht der Übermacht, die es eben auch von der russischen Seite gibt. Ich drehe es immer um und sage, wir müssen verhindern, dass die russische Seite einfach durchmarschiert und siegt. Alleine das Stoppen, das Aufhalten, das Zurückdrängen zeigt Russland, hier ist eine Grenze, so einfach geht es nicht weiter. Da gibt es eine geschlossene Antwort, eine europäische Antwort. Und das führt dazu, dass eben es auch hoffentlich so weit ein Umdenken im Kreml gibt, dass wir wieder anfangen zu reden. Denn ohne Diplomatie und Dialog wird es aus meiner Sicht auch keine Lösung geben. Ihr Fraktionschef Rolf Mützenich beklagt auch zurzeit eine Überbetonung des Militärischen und erinnert daran, die diplomatischen Gespräche dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Halten Sie es tatsächlich für realistisch, in diesen Tagen mit Wladimir Putin zu reden, diplomatisch sich auszutauschen, zu verhandeln? Es wird ja geredet mit ihm. Das Problem ist ja nicht, dass man ihn zu erreichen und auf ihn einzureden. Das Problem ist ja, dass offensichtlich nichts ankommt bei dem Herrn. So, also insofern, das ist im Moment der Punkt, der überwunden werden muss. Ich habe viel Hoffnung auch in den UN-Generalsekretär natürlich gesetzt, weil das ist so eine neutrale Ebene auch. Das, glaube ich, ist wichtig. Und selbst wenn es im Moment fast aussichtslos ist, mit Putin zu reden, müssen die Angebote weiter gemacht werden. Wir dürfen den Punkt nicht verpassen, wo eben auch die Diplomatie auf einmal den Stellenwert bekommt, um einen Waffenstillstand oder vielleicht sogar einen Frieden verhandeln zu können. Glauben Sie daran? Ich glaube, dass Putin uns zwar jeden Tag
oder fast jeden Tag taktisch anlügt, aber über sein strategisches Ziel die Wahrheit gesagt hat. Und es seit vielen Jahren sagt, nicht das russische Imperium wieder zu errichten. Und da muss er an der gemeinsamen, geschlossenen Antwort der Demokratien scheitern und erkennen, dass ihm dies nicht gelingen kann. Und dann besteht die Chance zu Gesprächen. Der Ex-Brigadegeneral Erich Fahrt hat über Sie gesagt, Herr Hofreiter, ich zitiere hier, mich stört es, wenn deutsche Politiker von den Grünen eine militärische Lösung als ultimatives Ziel darstellen. Das ist doch verrückt. Und das machen Politiker, die mit dem Militär nichts am Hut hatten, die den Wehrdienst verweigert haben, die von der Bundeswehr nichts wissen. Das geht doch nicht. Was antworten Sie Herrn Fahrt? Herr Fahrt gehört zu den Menschen, die hauptverantwortlich sind für die völlig verfehlte Russlandpolitik, die wir die letzten 10, 15 Jahre, nicht nur Deutschland, auch andere Länder, aber führend in Europa Deutschland gemacht haben. Und deswegen halte ich das ehrlich gesagt für eine Entlastung. Und es geht hier nicht um eine militärische Lösung. Es geht darum, die Ukraine so zu unterstützen, dass überhaupt wieder Gespräche möglich sind. Nämlich, es ist ja nicht so, dass man sich wünscht, dass die Ukraine weiter Krieg führen muss. Oder man sagt, die Ukraine soll jetzt da irgendwo was militärisch lösen. Sondern wir sehen fortgesetzte, verbrecherische Angriffe der russischen Armee. Und die versucht man sozusagen aufzuhalten. Und mich würde mal interessieren, was denn seine Lösung wäre. Soll sich die Ukraine einfach ergeben und die Kriegsverbrechen geschehen lassen? Und das sehe ich halt keine Lösung, sondern eine Lösung sehe ich, wir ertüchtigen die Ukraine, dass sie sich so wehren kann, dass Russland zu ernsthaften Gesprächen gezwungen ist. Hinzu gab es ja die Unterstellung, Sie hätten den Kriegsdienst verweigert. Und wie Sie mir vor dieser Sendung gesagt haben, war das gar nicht der Fall. Nein, ich bin einfach ausgemustert worden. Aber es gibt ja häufiger Leute, die glauben, Dinge über mich zu wissen, ohne jemals mit mir gesprochen zu haben. Ja, es gibt auch gerade in der Partei von Herrn Müller wirklich viel Unmut über, wie Sie sich exponieren in dieser Debatte über den Krieg. Es hält sich sogar hartnäckig das Gerücht, dass hinter Ihrer Kritik an der Regierung, wir haben es ja zitiert, auch am Bundeskanzler selbst, ein persönlicher Rachefeldzug verbirgt, weil Sie eben nicht Minister im Kabinett geworden sind. Was sagen Sie dazu? Das finde ich eine ganz verblüffende Formulierung. Weil nämlich meiner Beobachtung nach hat als erste Annalena Baerbock schwere Waffen gefordert. Und wer bei uns Ministerin oder Minister wird, das haben wir Grüne selbst entschieden. Und was ist das, wäre das für ein ganz seltsamer Rachefeldzug, wenn ich gegen Herrn Scholz, wo ich der Meinung bin, wir haben in einem harten Ringen jetzt deutlich bessere Positionen erreicht, etwas sage, der damit überhaupt nichts zu tun hatte. Also ich frage mich manchmal, was Leute denken, angesichts dieser Kriegsverbrechen in Butscha, glaubt man, es geht da um irgendwelche Posten, nachdem man sich, was man einem vorwerfen kann, dass man dann vielleicht emotional ist, nachdem man mit einem 21-jährigen Soldaten gesprochen hat, der gerade sein eines Bein verloren hat, wo die Mutter daneben steht und weint. Und dann glaubt man, das ist der Grund. Ich frage mich manchmal, was sich solche Leute denken. Naja, Herr Müller meint ja auch, also billigt Ihnen die Emotionalität zu, aber dahinter steht ja der Verdacht, unter so einer Emotionalität soll man keine politischen Forderungen stellen, hat auch Herr Mütze nicht gesagt. Zumindest sollte bei der Entscheidungsfindung es vielleicht nicht die Oberhand gewinnen. Aber ich will noch mal sagen, zu der Reise auch der drei Ausschussvorsitzenden, es ist ja dann auch noch ein Stück weitergegangen. Für großen Unmut, will ich hier auch offen sagen, hat in der SPD-Fraktion auch gesorgt, wie Frau Strack-Zimmermann agiert hat, dass sie weit über ihre Kompetenzen hinausgegangen ist, ohne jede Absprache den Kanzler in den Ausschuss einlädt und so. Und das finde ich, das muss man sehen und das muss man einordnen. Was stört Sie denn daran? Daran stört mich, dass es einfach auch Geflogenheiten gibt, dass man sich innerhalb der Koalitionspartner zum Beispiel verständigt, wen man von der Bundesregierung einlädt und erst recht den Kanzler und wie man eine Ausschusssitzung gestaltet. Und das ist keine Persönlichkeitsshow, sondern es geht darum, dass sich da auch die Parlamentarier präsentieren. Und das ist es etwa,
glaube, das muss man auch sehen und das kann ich vielleicht auch für uns beide auch sagen. Wir haben uns ja etwas vorgenommen in der Koalition, jenseits dieses schlimmen Konflikts für die 4 Jahre. Wir wollen ja vieles anders machen als in den 16 Jahren davor. Und dazu gehört eben auch ein tragfähiges Vertrauensverhältnis. Und das darf man auch nicht zu Beginn einer Legislaturperiode in Frage stellen oder verspielen. Viele sind schon überrascht über die neue Positionierung ihrer Partei, die Grünen, Herr Hofreiter. Ich habe mal geschaut, auf der Website der Grünen Bundestagsfraktion steht das Wort Abrüstung ganz oben. Ich zitiere, wir stehen für Frieden, Abrüstung und kooperative Sicherheit. Auf der Homepage der Grünen heißt es, wir engagieren uns leidenschaftlich für den Vorrang ziviler Krisenprävention, Abrüstung und eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Wie passt das alles zu den Forderungen, die wir jetzt von Ihnen und anderen Vertretern Ihrer Partei in dieser Kriegssituation hören? Im Kern passt es gut zusammen. Nämlich wir haben es mit einem imperialen, kolonialen Angriffskrieg zu tun. Und bei imperialen, kolonialen Angriffskriegen sind wir auf Seiten der Opfer, auf Seiten der Betroffenen. Wir sorgen dafür, dass die sich wehren können. Nur wenn die Weltgemeinschaft jetzt so zusammenhält gegen Russland, dass die Ukraine nicht den Eindruck hat, sie wird alleingelassen, besteht überhaupt wieder die Chance, dass wir zukünftig über Abrüstung reden, damit es nicht bei jedem Land der Eindruck entsteht, du musst selber so extrem hochgerüstet sein, dass dir keiner helfen kann. Man darf ja eins nicht vergessen, die Ukraine war das erste Land weltweit, das in ganz großem Umfang Nuklearwaffen bis auf null abgerüstet hat. Das war die drittgrößte Nuklearmacht weltweit und hat die freiwillig abgegeben. Die haben sie gefeiert und gelobt dafür. Und jetzt werden sie überfordert. Weil sie vertraut hat auf Zugeständnisse von allen Seiten. Sie haben es weitergegeben. Ja, aber sie haben de facto keine einzige Nuklearwaffe mehr. Und ein Großteil ist dann auch vernichtet worden, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt werden sie sozusagen überfallen. Das heißt, in der krassen Situation, wo wir sind, bin ich fest davon überzeugt, dass nur die kollektive Hilfe möglichst vieler für die Ukraine überhaupt das Vertrauensbasis schafft, dass wir zukünftig wieder über Abrüstung und Rüstungskontrolle sprechen können. Nicht, wenn der Aggressor siegt, dann wären plötzlich Eroberungskriege wieder möglich. Und das wird so viel Misstrauen, so viel Angst noch mal verschärfen im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, dass wir noch mal in ganz andere Aufrüstungsspiralen landen. Herr Müller, gerade Ihre Partei muss auch viele Positionen in der Russlandpolitik in diesen Tagen einkassieren. Ich habe hier mal ein Zitat von Ihnen rausgesucht. Wir dachten ja alle, wir hätten eine Friedensordnung in Europa, die lange trägt und wo auch Russland ein Partner sein kann. Aber wir sehen auch, dass wir uns geirrt haben. Meine Frage ist, beinhaltet diese Friedensordnung, von der Sie da sprachen, auch die Annexion der Krim durch Russland, was ja schon 2014 der Fall war? Und hätte man in der SPD nicht schon damals den Russlandkurs radikal ändern müssen? Seit 2014 gibt es Sanktionen gegen Russland und auch Hilfe für die Ukraine, darf man auch nicht vergessen. Es hat da dieses Umdenken begonnen, aber nicht entschieden genug, nicht schnell genug, nicht stark genug, muss man selbstkritisch sagen, auch für die Sozialdemokratie. Und wir sehen jetzt, auch was wir verabredet haben im Koalitionsvertrag, viele Dinge, dass durch diese Aggressivität, durch diesen Krieg vieles in Frage gestellt ist. Und ich bleibe mal bei den 100 Milliarden. Ich würde immer noch aus voller Überzeugung betonen, die SPD ist eine Friedens- und Abrüstungspartei. Aber man kann manche Dinge auch nur umsetzen aus einer Position der Sicherheit und Stärke. Und dazu gehört zum Beispiel auch dieses 100-Milliarden-Programm. Nach der Annexion der Krim wurde immerhin der Bau der Pipeline Nord Stream 2 vorangetrieben. Und vor gut einem Jahr wurde in Mecklenburg-Vorpommern von der dortigen Landesregierung unter ihrer Kollegin Manuela Schwesig noch eine Stiftung mit dem schönen Namen Klima- und Umweltschutz gegründet, die anders als der Name verhieß, nur ein Ziel hatte, die Pipeline Nord Stream 2 weiterzubauen. Die Stiftung wurde von Gazprom finanziert und von der Firma auch entscheidend geprägt. Wie peinlich ist einem
eine solche Stiftung im Nachhinein, Herr Müller? Das ist nicht peinlich, aber es muss aufgearbeitet werden, was da schiefgegangen ist oder unter welchen Voraussetzungen diese Beschlüsse gefasst wurden von Linkspartei, CDU und SPD. Sie haben völlig recht. Und dafür gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss. Und da müssen die Fakten auf den Tisch und entsprechend bewertet werden. Die anderen Parteien gerne dabei, aber naja, es ist nun mal so, ein Parlament wurde schon von der SPD geführt, nicht wahr? Geführt, aber es ist keine Alleinregierung. Es hat offensichtlich in Mecklenburg-Vorpommern eine Verständigung gegeben, diesen Weg gehen zu wollen. Man wundert sich dann in der Umsetzung über das eine oder andere, was jetzt deutlich wird. Und genau dafür gibt es parlamentarische Verfahren, um das herauszuarbeiten, was vielleicht auch richtig und korrekt gewesen und was ist fragwürdig. Das wird jetzt stattfinden. Ist Frau Schwesig aus Ihrer Sicht denn noch tragbar als Ministerpräsidentin? Ja, also bitte. Also einerseits darf man auch das Amt des Ministerpräsidenten nicht an einer Entscheidung oder an einem Thema festmachen, sondern es gibt vieles und sie hat das Vertrauen ihrer Bevölkerung. Das war ja nicht eine Zufallsentscheidung, aber, das war ja Teil eines grundsätzlichen Kurses. Ja, und ich sage deswegen ja, dieser gesamte Kurs wurde von mehreren getragen und offensichtlich, das war ja nur nicht alles eine Geheimaktion, hat sie eben auch bei der letzten Landtagswahl ja auch viel Unterstützung der Bevölkerung bekommen. Welche Verantwortung sollte Frau Schwesig daraus ziehen, Herr Hofreiter? Das muss jetzt der Untersuchungsausschuss klären und dann wird man sehen, was dann noch alles aufkommt und ob das dann vereinbar ist, dass sie da an der Position bleibt. Aber in einem muss ich Herrn Müller recht geben, wir hatten die letzten 16 Jahre eine CDU-Kanzlerin und wie gesagt, ich habe, obwohl wir selbst immer gegen Nord Stream 2 waren, schon selbstkritisch gesagt, wir waren da auch nicht laut genug und haben nicht klar genug gesehen, was Putin eigentlich seit 15 Jahren vorhat. Reden wir über einen anderen Genossen, über den dieser Tage alle reden, Herr Müller. Gerhard Schröder, der Ex-Bundeskanzler, er hat in der vergangenen Woche ein Interview der New York Times gegeben, wie es hieß, unter reichlicher Begleitung von Weißwein, aber egal. Er hat darin auch noch mal bekräftet, dass ein Ende seiner Tätigkeit für russische Konzerne nicht in Frage komme, trotz der russischen Invasion. Was ist in diesen Tagen Ihr Rat an Gerhard Schröder von Genosse zu Genosse? Ja, erstmal finde ich das peinlich. Und zum Glück ist es aber auch nicht so, dass alle über ihn reden, weil er ja gar nicht mehr diese Bedeutung hat. Ich glaube, es wird medial auch überhöht. Es wird immer so dargestellt, als ob Gerhard Schröder der Russlandsexperte, der Sozialdemokratie ist und der Berater Putins. Ich glaube, nichts davon stimmt. Sozialdemokrat stimmt, aber innerhalb der Partei und auch in der Öffentlichkeit spielt er ja politisch praktisch keine Rolle, sondern er arbeitet in Gremien von Putin eingesetzt. Und ich finde, er muss sich selbstkritisch fragen, ob das geht oder ob es vereinbar ist mit seinem politischen Auftreten und auch seiner Mitgliedschaft in der Sozialdemokratie. Mea culpa ist nicht mein Ding, hat er auch gesagt. Und Putin möchte den Krieg gerne bald beenden, hat er dort in dem Interview auch gesagt. Wie sehen Sie das, Herr Hofreiter? Er ist halt einer der schlimmsten Lobbyisten. Er ist ein Lobbyist eines Kriegsverbrechers. Und das, also ich glaube, die SPD wäre einfach heilfroh, wenn er endlich austreten würde und die Klappe halten würde. Aber es ist halt einfach peinlich für die gesamte Bundesrepublik, dass ein Altkanzler sich zu diesem Lobbyisten macht. Und ich glaube, es ist insgesamt aufzuarbeiten, wie viel Einfluss die Erdgaslobby in Deutschland hatte. Ich meine, viele haben irgendwas erzählt von Brückentechnologie und so weiter. Und wir sind immer abhängiger geworden dadurch von Russland. Nicht bei Kohle und Erdöl, das kann man relativ woanders einkaufen. Bei Erdgas ist das halt wirklich kompliziert. Und da haben wir als gesamte Gesellschaft oder die Entscheidungsträger überwiegend versagt. Herr Müller, wären Sie heilfroh, wenn Gerhard Schröder aus der SPD austrete? Das würde die Situation klären und eindeutig klären für beide Seiten. Ihre Parteivorsitzende Saskia Esken fordert das sogar. Fordern Sie das auch? Nochmal, es würde helfen. Es wird überhöht, die Situation mit Gerhard Schröder. Ich bleibe dabei, aber ich sage eben auch ganz bewusst, es würde der SPD helfen. Wir könnten freier und unbelasteter natürlich dann auch und müssten nicht ständig in Rechtfertigungen dann verfallen. Wir könnten das dann unsere Position darstellen. Und ich glaube, für ihn wäre es genauso. Er will doch offensichtlich weiter diese Mandate ausüben und für Putin arbeiten.
dann soll er das unbelastet von sozialdemokratischen Positionen doch machen. Mit dem Argument, er hätte dadurch noch Einfluss auf Wladimir Putin. Wie, wodurch? Dadurch, dass er eben nicht alles hinschmeißt. Naja, also ich habe da eine andere Position. Ich glaube eher, dass Putin ihn benutzt, als dass er tatsächlich ein wichtiger strategischer Ratgeber ist. Aber das ist ja ein Punkt, wo ich nicht in Details einblicken kann. Und dann ist es eben so. Vitali Klitschko sagt, über Gerhard Schröder zieh doch nach Moskau. Sollte er das? Das ist seine Entscheidung. Aber wie gesagt, man muss sich halt wirklich überlegen, wie man zukünftig auch mit solchen Lobbyisten umgeht. Nämlich Schröder hat mit dazu beigetragen, dass Deutschland jetzt in einer Abhängigkeitssituation von einem Kriegsverbrecher ist. Und das ist doch skandalös genug. Und wie gesagt, diese ganzen Geschichten sind aufzuarbeiten. Wir haben so viel falsch gemacht als Bundesrepublik Deutschland die letzten 15 Jahre. Und wir waren so arrogant gegenüber denjenigen, die uns gewarnt haben, dass wir das insgesamt als Politik aufzuarbeiten haben. Wir sind am Ende unserer kleinen Diskussion. Herr Müller, denken Sie jetzt nach unserem Austausch mit Anton Hofreiter anders über dessen Ukraine-Reise und die danach erhobenen Forderungen? Nein. Nein, weil ich glaube nach wie vor, dass diese Reise nicht geholfen hat und eine Diskussion eher verschärft oder belastet hat. Aber natürlich achte ich, dass Herr Hofreiter sich auch ganz ernsthaft mit der Situation auseinandersetzt und zu seinen Schlussfolgerungen kommt. Es sind nicht in jedem Fall meine. In vielen ja, aber nicht in jedem Fall sind es nicht meine. Ich achte das und finde trotzdem noch, dass die Reise nicht geholfen hat. Glauben Sie denn, dass Sie die Fehler der vergangenen 15 Jahre in der nun kommenden Legislaturperiode aufarbeiten können? An Sie beide die Frage. Ja, das muss unsere Aufgabe sein. So, wer kann Ihnen versprechen, dass wir in 4 Jahren alles anders und besser machen und aufarbeiten können, was in 15 Jahren passiert ist? Aber das muss doch der Anspruch einer Regierung sein. Und das haben wir auch, wie ich finde, in einem sehr guten Koalitionsvertrag festgehalten. Manches hat sich verändert natürlich durch diese außenpolitische Situation. Aber das muss unser Anspruch sein. Sonst braucht man nicht antreten, wenn man sagt, man macht einfach weiter. Herr Hofreiter. Ich hoffe es sehr. Und wie gesagt, ich bin nicht unglücklich mit der Reise. Außerdem kann ich ja auch beobachten, dass sich in den letzten Tagen manches in der realen Politik unseren Forderungen angenähert hat. Und ich wage nicht, mir anzumaßen, dass das was mit unserer Reise zu tun hat. Aber ich bin deutlich zufriedener jetzt über unsere Politik, als ich es zum damaligen Zeitpunkt war. Da sehe ich ein inneres Schmunzeln bei Ihnen, Herr Hofreiter. Dazu ist die Lage zu ernst. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für unsere Diskussion, bedanke mich sehr für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch nächste Woche gibt es wieder ein Spitzengespräch. Bis dann, bleiben Sie heiter, so gut es geht. Auf Wiedersehen.